Thank you.
schicken Verstärkung! Entdeckung! Los!
ihn hoch. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Hier, ich helfe Ihnen hoch. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Was macht diese Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Bleskovic, Gates, Manson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier! Hast geschafft, Sir! Einfach weiter! Tut mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Es hängt jetzt an Ihnen, Bleskovic. Gehen Sie in den Kontrollraum und öffnen Sie das Tor. Und noch einen getötet, General. Fühlte gut. Einer von uns beiden wird heute sterben. Verstärkung ist unterwegs! Oh!
Captain. Gut. Alle Mann zu dem Flugzeugwrack. Blaskowitsch, wir treffen uns doch. Danke, Captain Blaskowitsch, Sir. Bewegung, Junge. Truppentransport. Noch mehr Tote. Hab alles viel zu oft gesehen. Schon. Verdammt! Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier oben fest. Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus, Blaskowitsch. Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Räumen Sie diese Strebe aus dem Weg! Na, mach doch! Ja, Sir! Bist du gläubig? Ich bin noch fest. Ich schätze, Sie springen lieber. Sieh zuerst, Wild! Gehst jeden Sonntag in die Kirche. Habt ihr denn keine Kirchen in England? Gibt's da keine Priester? Doch. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf Sie ab. Das ist das Problem. Raumschädel! Blondie! Jetzt Sie! Kommen Sie, Blaskowitsch! Ich hab Sie! Meine Füße sind gebrochen. Da unten ist Asche. Eine Menge Asche. Wild, versuchen Sie die Tür aufzukriegen. Los. Sehen Sie die Rohre? Die kommen aus dem Schaltkasten. Was ist das? Irgendwie sieht der ganze Raum aus wie ein Verbrennungsofen. Was haben Sie da gemacht? Tut mir leid, ich dachte, das wäre für die Tür! Sie haben den verdammten Ofen eingeschaltet. Abschalten, drehen Sie den Schalter! Scheiße! Versuchen Sie den hier! Komm schon! Komm schon! Wir sind der Nebenwald! Tut mir leid, es tut mir leid! Da, ein Schlüsselloch! Blaskowitsch, suchen Sie den Schlüssel! Oh. Was soll das hier? Blaskowitsch, Sir. Haben Sie... In Position, Leute! Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen! Halt! Ich höre da draußen was, da kommt jemand! Captain Blaskowitsch, Sir, hören Sie mal! Oh, das ist er, oder?
Das ist Truppenkampf! Was zum Teufel? Stopp! Was war's denn, Leute? Was haben wir gemacht? Der Mensch ist weg! Reißen Sie sich zusammen, Private. Das ist Krieg. Menschen sterben. Ihr Leben ist kein Gold mehr wert als das Leben eines toten Kameraden in einem gottverdammten Schützenwagen. Wir haben unser Wissen zu verlieren. Alles andere ist nicht mehr. Was machen Sie alle da drin? Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Eine ganze Weile her, dass ich ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie, ich kenne Sie. Oh, Sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Oh, ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr gefallen mir auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer! Captain Blazkowicz, helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen leicht. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. So stur, Captain Blazkowicz. Gute Eigenschaft. Die meine ist Geduld. Endlose Geduld. Welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Sehen Sie sich einfach nur den an, den ich auswählen soll. Ich warte. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Wirklich? Diesen? Ich hätte ja den anderen gewählt, aber ich folge Ihrer Entscheidung. Captain Blazkowicz. Schon okay, Blazko. Es ist Krieg. Menschen sterben. Meine Zeit ist um. General Totenkopf, heute erteilt er mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen, einatmen. Bis wir zählen, ausatmen.
Bleib's hier! Oh, auf Wiedersehen. Aber eine Idee, Sir. Folgen Sie mir. Oh nein. Oh Gott. Lass ihn in Ruhe, Trotter. Troubles. Oh, get back. Smile. Lucifer, light your back. Smile, boy. Aber eine Idee, Sir. Folgen Sie mir. Jetzt schon? 9 Wochen? Ja, Doktor. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Nein. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja.
Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Wie Rührei. Ich habe schon so lange auf Sie gewartet. Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Ich denke, deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Obhut. Die hier sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind gerannt und brauchen Hilfe. Persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. Seltsames Gefühl, gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit. Die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen! Keinen Moment! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Nein, Anja! Sie haben meinen Offizier im Dienst angegriffen! Nicht den Betreuer zu töten! Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung! Papa! Bringt sie zu Keller! Das soll er nicht machen! Ganz ruhig! Scheiße! Hilfe! Bitte, du bist geschlafen! Hilfe! 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 Dreckige Schweine! Anja, wohin wollen die sie bringen? Beine weich wie Wackelpudding. Finger fühlen sich taub an. Die Mutter aller Kopfschmerzen.
Niemand sollte auf diese Weise sterben. Regimegesandter erschießen Leute, die sich nicht wehren können. Hier war ich schon einmal. Muss den Ausgang finden. Und Anja.
Das ist der Ausgang. Motorschloss. Von wo aus öffnet man das?
werde sie retten. Jay, Blaskowitz, Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Wohin auch immer. Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Sie haben mein Wort.
du nicht? Du verfluchter Engel! Du hast doch keine Chance! Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort... Sie sind ein gottverdammter Irrer, verfluchter Mal! Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht... Mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Nein! 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 Stopp! 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 Nein! Okay, ich sag's Ihnen jetzt, verdammt! Was wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis! Aber Sie werden es niemals schaffen! Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade! Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem und schütze uns vor dem Sturm. Sie meine Hand! Straße! Nicht sicher! Sie töten! Die Soldaten! Hier! Ich bleibe beim Wagen! Nein! Unten bleiben! Wir warten hier auf Sie! Töten Sie alle! Schweine, euch mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Los, erschießen Sie sie!